Wusstest du, dass sich nicht nur Wörter übersetzen lassen, sondern auch Ideen und Symbole? Tatsächlich überdauern manche Ideen und Symbole Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, eben weil sie immer wieder neu aufgegriffen, neu gedeutet und neu verhandelt werden. Ein Beispiel dafür finden wir im Symbol des Tempelritters. Aus der historischen Forschung wissen wir, dass es seit 700 Jahren keine Tempelritter mehr gibt. Und trotzdem sind sie Anfang des 20. Jahrhunderts in Russland gewissermaßen wieder aufgetaucht. Allerdings nicht als kriegerische Soldaten im Dienst der katholischen Kirche, sondern als bekennende Anarchisten, die sich in Geheimbundstrukturen organisierten und ihre politische Überzeugung mit esoterischen Lehren und mystischer Glaubenspraxis verbanden. Für mich ist das Wiederaufleben des Templermotivs in Russland eine Art Neuübersetzung eines alten Textes unserer westlichen Kultur. Deshalb interessiert mich in meiner Dissertation vor allem der Prozess der Translation. Also auf welche Weise wurden Idee und Symbolik des Tempelrittertums mit der Philosophie des Anarchismus verwoben? Und wie kam es, dass zwei scheinbar gegensätzliche Konzepte wie Anarchismus und Mystik, Politik und Esoterik plötzlich zusammengedacht wurden? Und natürlich, wer waren die Übersetzer und was waren ihre Ziele?